Oh Gott, was war das denn gerade? Der ist meiner. Ist auch noch meiner. Blöde Orks. Irgendwas hier hinten? Nö. Tja, da haben wir doch mal ein bisschen abgeschlachtet hier. Wie die aussehen. Ich glaube, ich tauche mal den rein. Schnell, schnell, schnell! Wir brauchen die verdammten Medipacks! Medipacks? Granaten, Mun. Ah, Philipp riecht neue Waffe, oder? Space Marines! Tötet sie! Komm und hol mich! Ja, ich hol dich jetzt auch. In den Kopf. What the fuck? Du mich auch. So. Wenn man gut schießen kann, kriegt man auch so ordentlich ein paar Kopfschüsse hin. Wartet kurz, ich will mich hier nochmal kurz umgucken. Huch. Oh. Ah. Aha, der schwere Bolter, das ist... Oh. Oh, es leckt gerade ganz schön. Du hast Space Marines gefunden und ich habe Orks gefunden. Oh, das leckt gerade ganz schön. Ich habe gerade 7, 8 Frames oder so. Frames, ich will mal Fraps sagen. Die Orks halten die Gräben hinter den Ruinen und die Stellungen dahinter. Und die Geschützbatterie? Die Orks nahmen sie ein, kurz nachdem wir ankamen. Das ist meine. Vor etwa 2 Wochen. Unsere Einheit war die einzige, die landen konnte, bevor sie die Überhand gewann. Und jetzt kommt keins unserer Schiffe an dem Geschütz vorbei. So, jetzt habe ich 150 Schuss hier drauf. Sollte wohl reichen. Geht irgendwo hinter! So. Bemannt mit dem schweren Bolter. Ah, ist das mein Stalker-Bolter? Ey. Nein. Nein. Waffenautorisation bestätigt. Stalker-Bolter. Dieser modifizierte Bolter ist mit Zielgeräten und extrem genauen Geschossen ausgestattet. Es kann Feinde aus großen Entfernungen fällen. Hm. Scharfschützengewehr. Das Problem ist... Was mit dem Zielen ist gerade ein bisschen... Oh, das wollte ich jetzt eigentlich gerade gar nicht. Egal, aber ich habe gerade die Stalker-Bolter in der Hand. Sieht geil aus. Da sind die Orks in die Batterie eingebrochen. Wir haben es nicht hineingeschafft. Wir sind einfach nicht genug. Was ist das für eine Batterie, Alter? Sie haben so lange alleine überlebt, Leutnant. Das haben sie gut gemacht. Was gut gemacht? Sie sind nicht mehr allein. Christenkeks. Wir holen das Geschütz zurück. Sie bekommen ihre Verstärkung. Nein, eigentlich nicht. Ich verlasse mich auf Sie, Captain. Bürger werden von den Medizinern. Wir gehen zurück zum Kommandoposten, Captain. 29, 30 und 34 abgezogen. Verletzte Arbeiter müssen sich im Sektor 46 behandeln lassen. Ich habe gerade ein Problem. Ich weiß nicht, welche Richtung. Die oder? Ja, die. Nein. Komm her.
Orks auf den oberen Ebenen. Headshot. Headshot. Ich mag die, weil wenn die zu nah sind, kann man da auch so schön aus der Nähe schießen. Ach, jetzt. Komm her, los. Komm her. So. Hier lang, genau hier. Das war die Wand. Munition. Okay, die Kampfrolle ist doch noch gut zu gebrauchen. Granaten könnte ich auch ein bisschen mehr werfen. Zeit zu sterben, Menschen! Space Marines! Das ich! Ich glaube, das war gerade dumm. Menschen zum Tempel! Soll ich jetzt aufpassen wegen den ganzen explosiven Sachen hier? Meine! Bazinga! Sobald wir durch diese Gänge gekommen sind, gehen wir durch das Loch, das der Brocken hinterlassen hat, in die Festung. Aber was schießen die da? Ach so, irgendwas. Ah, die haben ja unendlich Munition hier. Oh Gott. Leck, leck. Dass man hier auch die ganzen Deckungen auseinandernehmen kann. Granaten? Granaten! Granate, ja. Oh, ich wollte doch eigentlich gar nicht so lange. Wenn die Qualität scheiße ist, dann muss ich alles mal von vorne machen. Oh. Oh. Was lustig ist das? Oder das? Oder das? Ich will noch einen Finisher machen, lasst mir auch noch einen übrig. Buggy Orks. Ein Bunker. So, es wurde gerade gespeichert. Ich glaube aber ein bisschen weiter gehe ich noch. Schauen Sie sich die Kabel an. Die versorgen wohl Ork-Fallen auf dem ganzen Schlachtfeld. Bazinga, das sieht nicht gerade lustig aus. Captain, Sturmunterstützungskapseln wurden in dieser Gegend abgeworfen. Ach, nur das Jackpad. Oh, meine Fresse. Ich dachte, ich krieg jetzt... Naja, ich hab was anderes erwartet.
Ja, ich weiß. Ich kenne das Teil. Gehen Sie nach oben, Captain. Wir kümmern uns um die Orks hier unten. Okay. Ich halte kurz mal Ausschau nach... Hier sowas. Hier könnte immer so ein... Teil drinne sein. Nochmal hoch. Das Gute ist, die können nicht sterben. Also habe ich hier ein bisschen Zeit, mich umzugucken. Obwohl. Meins. Oh, Scheiße. Eins zum Exekutieren. In der Luft. Bam. Einer müsste gerade runtergefallen sein. Bam. Batsch! Bazinga! Und dann noch einmal einfach hoch. Und dann noch einmal... Oh, den habe ich kaputt gemacht. Warte! Egal, okay. Nochmal, schieß nochmal auf mich. Aha, okay. Ich frage mich jetzt, warum das so ein bisschen... Meins... Mäuse melken hier. Menschen zum Töten und Orks zum Niedermetzeln. Wo sind meine Kumpels da unten? Ich will hier mal kurz gucken. In die Mauer. Meins. Das war dumm. Irgendwie. Meins und Bazinga. Ja, reicht doch wieder. Ah, hier geht's rein. Ich lass mal kurz meine Kumpels da unten kämpfen.
weil ich hier gerade am gucken bin. Na okay. Tschüss. Das leckt aber auch gerade wieder. Endlich, da ist der Brocken. Kein Platz für das Sprungmodul, Cap. Nein. Der Brocken hat die Orks direkt in die Festung gebracht. Oh, habt ihr es jetzt bald? Oh Gott. So, jetzt sollten ja bald mal... Hier ist gespeichert. Kapitel 3. In der Höhle des Löwen. Verteidigungsbatterie Goliath. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir das nächste Mal weiter. Ja, und dann sage ich einfach mal Tschüss und auf Wiedersehen. Ich hoffe, ich habe nicht zu lang gemacht wegen der Qualität, nicht, dass sie scheiße ist. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play mit Philipp 14. Peace. Peace, Leute, und auf Wiedersehen.